Hinweis 001-Alpha. Um zu verhindern, dass das Wissen über SCP-001 durchsickert, wurden neben der eigentlichen Dateien mehrere bzw. keine gefälschten SCP-001-Dateien erstellt. Alle Dateien, die die Natur von SCP-001 betreffen, einschließlich der die Fabrikationen, sind durch einen mimetischen Kampfstoff geschützt, der dazu bestimmt ist, bei nicht autorisiertem Personal, welches versucht, auf die Dateien zuzugreifen, einen sofortigen Herzstillstand auszulösen. Die Aufdeckung der wahren Natur und von SCP-001 gegenüber der Öffentlichkeit stellt wie uns gefordert einen Exekutionsgrund dar. Jeder nicht autorisierte Mitarbeiter, der auf diese Datei zugreift, wird sofort durch den mimetischen Barryman Lang von Kampfstoff terminiert. Das Weiterhören ohne eine richtige mimetische Inokulation resultiert in einem sofortigen Herzstillstand, gefolgt vom Tod. Sie sind gewarnt worden. Mimetischer Kampfstoff aktiviert. Anhaltende Lebenszeichen werden bestätigt. Entferne Sicherheitssperre. Willkommen, autorisiertes Personal. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Datei. Artikelnummer SCP-001 Objektklasse Embla Sonderverwahrungsverfahren SCP-001 wird auf dem Gelände von Standort 0 im Hinterland von Renegiert verwahrt. Es wurde ein Zaun um den Bereich errichtet, in dem die Effekte von SCP-001 beobachtet werden können. Zusätzlich zum bereits vorhandenen Sicherheitspersonal von Standort 0 müssen zu jeder Zeit nicht weniger als 5 bewaffnete Wachen vor Ort sein, um den Zutritt durch unbefugte Personen zu unterbinden. Das angrenzende Physiklabor muss zu jeder Zeit besetzt sein, um alle Anomalien zu untersuchen. Eine kleine Metallplatte mit einer Inschrift ist in gutem Zustand zu halten. Etwaige Schäden sind unverzüglich dem Wartungspersonal zu melden. Beschreibung: Bei SCP-001 handelt es sich um einen in einem Waldgebiet liegenden, im Kreis laufenden Kiesweg. Läuft man den Weg gegen den Uhrzeigersinn entlang, so bewegt man sich kontinuierlich bergauf, selbst nach Erreichen des Ausgangspunktes. Bewegt man sich hingegen mit dem Uhrzeigersinn, erlebt man, wie man erwarten würde, die gleiche Anzahl an Ab- und Aufstiegen. Für den Zugriff auf das Versuchsprotokoll von SCP-001 ist eine Level 5 Freigabe erforderlich. Von neuen Mitgliedern des Aufsehergremiums wird das Anschauen von Dokument 001-O5 verlangt. Wenn du das hier siehst, dann Gratulation. Einer von uns ist gestorben. Etwas hat einen von uns getötet. Ein Monster vielleicht, oder ein Rivale der GOK. Oder vielleicht sind wir dem Feuer ein wenig zu nahe gekommen. So wie Aaron. Das Alter kann es nicht gewesen sein. Darum haben wir uns schließlich gekümmert, nicht wahr? Wie auch immer, einer der alten Garde ist weg. Vielleicht Jason, vielleicht Agnes. Vielleicht ich. Verdammt, ich wäre überrascht, wenn ich nicht der Nächste wäre, der stirbt. Ich war schließlich schon immer der Entbehrlichste. Ich erzähle dir das Folgende, als wärst du noch ein Mensch. Ich hoffe, du weißt, was zu schätzen. Das wird nämlich das letzte Mal sein, dass dir jemand diese Höflichkeit erweist. Wer auch immer du bist, was auch immer du vorher gemacht hast, du musst sehr hochrangig gewesen sein, dass sie dich hier reingezogen haben. Dir sind vermutlich die ganzen Diskrepanzen und Inkonsistenzen aufgefallen. Ich weiß nicht, wie viel man dir schon erzählt hat und wie viel du dir bereits selbst zusammengereimt hast. Die Sache ist die. Das Finden und die Bergung von SCP-Objekten sind allesamt gestellt oder erfunden. Wir haben noch nie in der gesamten Geschichte der Foundation ein SCP-Objekt entdeckt. Aber ich sollte von vorne anfangen. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Aaron Siegel war ein Physiker, der 1891
in Cornell seinem Studium nachging. Er war wahrhaft ein begabter Mensch und hätte sein Leben einen anderen Weg eingeschlagen, würde sein Name heute neben den von Edison, Einstein und Hawking zu finden sein. Ich kannte ihn sehr gut. Er war, beziehungsweise ist vielleicht immer noch mein Bruder. Er war auch ein begeisterter Amateur-Naturforscher und wanderte gerne durch die Wälder. Eines Tages, als er unser Familienhaus in Essex County besuchte, stieß er auf einen Kiesweg. Er beschloss, ihm eine Zeit lang zu folgen und bemerkte, dass er länger bergauf ging, als er sollte. Mit diesem Anstieg hätte er bereits höher als die nahegelegenen Hügel sein müssen, aber stattdessen fand er sich an seinem Ausgangspunkt wieder, ohne auch nur einen Schritt bergab getan zu haben. Ein anderer Mann hatte an seinen Sinn gezweifelt. Aber Aaron war ein dickköpfiger Mensch. Er untersuchte weiter. Er fand heraus, dass der Weg nicht der reinen Geometrie von Euklid entsprach. Wie Zacharie vor ihm hatte er etwas Abscheuliches an der Natur der geraden Linien entdeckt. Er begann damit, den Pfad zu studieren. Die von ihm abgeleiteten Gleichungen sind ein Teil der Datei, die du erhalten haben solltest, und bald wirst du sie auswendig können. Er baute in der Nähe des Weges eine kleine Hütte, die als Behelfslabor. Er baute am Rand des Weges eine kleine Hütte, die als Behelfslabor fungieren sollte. Das Ergebnis seiner ersten Versuche war ein Schlüssel, der jedes Schloss öffnen kann. Heutzutage verwahren wir ihn als SCP-005. Er hat im Anschluss angefangen, andere mit in die Sache hineinzuziehen. Als sein Bruder war ich einer der ersten, die er kontaktierte. Ich war damals Medizinstudent in Harvard und dachte zunächst, er sei verrückt, aber als er mir den Pfad und den Schlüssel zeigte, war mein Interesse geweckt. Ich wollte mehr darüber erfahren. Neben uns gab es noch andere, Freunde, Kollegen. Die meisten davon sind inzwischen weg, aber wir waren der harte Kern. Wir waren es selbst, die Foundation gegründet haben. Am Anfang ging es nur um Entdeckungen. Darum herauszufinden, was wir alles machen könnten. Wir hatten große Hoffnungen und ehrgeizige Pläne. Wir wollten die Welt verändern, wir wollten sie vor sich selbst retten. Wir könnten die Hungrigen ernähren, die Obdachlosen beherbergen und die Kranken heilen. Thomas Carter war es, der das Geld für unsere Sache organisiert hatte. Wir waren zwar alle nicht arm, haben aber unser Vermögen doch schnell aufgebraucht. Thomas nutzte seine Verbindungen an der Wall Street und in Washington, um uns zu finanzieren. Er zeigte ihnen das kleinste Maß von den Dingen, die wir in der Lage waren zu tun, und versprach Erlösung vor den Bedrohungen der Hölle. Agnes Peterson, die Verlobte meines Bruders, war die Administratorin. Wir wussten nicht, wie man eine Organisation leitet. Wir waren mehr wie ein Haufen Katzen, die verschiedenen Lichtpunkten hinterherliefen, und sie verwandelte uns in die Foundation, welche uns Träumer und Verrückte zu einem Gespann machte. Wir ließen bald darauf eine Einrichtung für uns bauen. Aber wir arbeiteten immer noch im Geheimen. So sehr wir von den Dächern rufen wollten, was wir entdeckt hatten, so sehr hatten wir auch Angst, dass es uns weggenommen werden würde. Wir haben uns eingeredet, dass es nur eine Übergangslösung sei, solange bis wir einen festen Stand hätten. Wir würden es ihnen schließlich zeigen. Wir würden es ihnen allen zeigen. Zuerst gingen wir vorsichtig vor. Wir haben kleine, harmlose oder sogar hilfreiche Gegenstände hergestellt. Den Jungenbrunnen, den Flummi, die Bürgerkriegsstatue. Wir wurden selbstbewusster und fingen an Menschen zu arbeiten. Der felsenfeste Mann. Er hat sich freiwillig gemeldet. Oder der Mann mit dem Unterleibsplaneten. Nur ein Landstreicher, aber wir haben aus ihm etwas Besonderes gemacht, nicht wahr? Es war alles so einfach. Vielleicht erscheint es absurd, so viele Dinge aus diesem einen kleinen Bruch der Realität herauszuholen, aber es floss alles einfach heraus. Eine Entdeckung nach der anderen. Es schien fast so, als würde uns etwas dabei unter die Arme greifen. Aber dann ging etwas schief. Während er mit seinen Gleichungen spielte, leitete Aaron versehentlich die verschwundene Zahl ab. In meinem Labor fand ich raus, dass ich die Zombie-Plage synthetisiert hatte. Aber wir waren zu seinen unseren Projekten involviert. Also trieben wir es weiter voran. Dann kam der Röhrenalbtraum und das Treppenhaus.
Wir merkten, dass wir mehr Hilfe brauchen würden. Thomas zeigte dem Militär, was wir geschaffen hatten, und erzählte ihnen, wir hätten diese Dinge gefunden und entdeckt. Wir erfanden Organisationen wie Prometheus Labs oder den Chaosaufstand. Sie gaben uns Geld und Personal, wir bauten unsere Gruppe aus und expandierten. Wir haben diese Masche in anderen Ländern wiederholt. Einige hörten uns an, andere nicht. Mit genug Arbeit von unserer Seite wurden wir schließlich zu einer internationalen Organisation. Wir haben immer mehr Forscher angehört und nur die wenigsten haben je vermutet, dass wir die Quelle der von ihnen untersuchten Gegenstände waren. Manchmal sorgten wir dafür, dass ein Objekt von einem Außendienstteam gefunden wurde. Manchmal schrieben wir einfach die Berichte darüber. Wir haben zum einen die Unterlagen erstellt und gleichzeitig haben wir diese überwacht. Wenn wir gesagt haben, dass etwas passiert ist, dann ist es das auch. Das ist immer noch so. Es gab natürlich immer mehr Probleme. Jeremy und Thomas nahmen eins unserer Experimente und machten sich damit aus dem Staub, um ihren lächerlichen Club zu gründen. Einer unserer Forscher wurde wahnsinnig und fing an, Maschinen anzubeten und kam mit genug Wissen, um uns gefährlich werden zu können. Wir haben immer noch mit den Folgen dieser Absplitterung zu kämpfen. Also haben wir angefangen, uns um die Anomalien zu kümmern und sie zu verwahren. Du siehst sicher ein, dass wir nicht aufhören konnten, richtig? Statt vorsichtiger wurden wir immer mutiger. Ich habe einen kleinen Jungen zerstückelt und aus ihm das hassende Fleisch gemacht. Es gab Gründe dafür. Es gab immer Gründe. 2-3-1. Wir haben sie und ihre Schwestern erschaffen. Wir nahmen sie aus den Waisenhäusern und arrangierten das, was folgte. Und es war kein Zufall. Wir wussten genau, was sie taten. Es gab einmal einen Grund dafür, aber ich verdammt sehr, wenn ich mich noch daran erinnern kann. Noch kann keiner von uns, außer vielleicht mein Bruder, wo auch immer, was auch immer er sein mag. Wir machten weiter, auch nach Abel, nach dem Blutteich, nach dieser verdammten Echse, machten wir weiter mit unserer Arbeit. Was hätten wir auch sonst tun sollen? Unsere einzige Hoffnung, die Ereignisse, die wir in Gang gesetzt haben, zu überleben, ist, sie besser zu verstehen und mehr zu lernen. Wir sind auf dem Rücken einer schrecklichen Bestie. Wir versuchen jetzt abzuspringen, wenn wir unter ihr zerquetscht. Aber das ist nicht das, was mir Angst macht. Und das ist nicht das, was dir Angst machen sollte. Wir haben unsere Stellung seit über 100 Jahren gehalten. Die Dinge, um die ich mich wirklich sorge, sind die Anomalien, die wir nicht erschaffen haben. Oh nein, ich habe am Anfang die Wahrheit gesagt. Wir haben keine von ihnen entdeckt. Aber einige von ihnen sind eines Tages einfach in der Verwahrung gewesen. Und sie waren immer in der Verwahrung. Siehst du es nicht? Wir haben keine Kontrolle mehr. Die hatten wir nie.